Vielleicht gehören Sie zu den Glücklichen, deren erste Teilimpfung bereits 22 Tage oder länger in der Vergangenheit liegt. Und vielleicht konnten Sie dann am Wochenende mit dem entsprechenden Nachweis im Impfpass auch schon in ein Lokal oder in ein Konzert gehen. Denn für Geimpfte gibt es ja seit einiger Zeit wieder mehr Freiheiten, genau wie für Getestete und Genesene. Jemand, der eine Corona-Erkrankung überstanden hat, kann das in Österreich außerdem mit einem sogenannten Absonderungsbescheid belegen. Im Ausland zählt der allerdings nicht, wie Matthias Westhoff berichtet. Die 3G-Regel, sie gilt für den Besuch im Gasthaus, Hotel oder Theater. Also ein Nachweis, dass man geimpft, getestet oder genesen ist. Und das gilt auch nach den Öffnungen ab 1. Juli, wenn es auch für große Sport- oder Kulturveranstaltungen ansonsten keine Beschränkungen mehr gibt. Dass jemand die Corona-Erkrankung überstanden hat, kann in Österreich jetzt und auch in Zukunft mit dem Absonderungsbescheid in Papierform belegt werden. Allerdings reicht der Bescheid nicht für den digitalen grünen Pass, denn er entspricht nicht den EU-Vorgaben. Anders gesagt, der Absonderungsbescheid ist für den Sommerurlaub am Meer zu wenig. Denn für den europaweit gültigen grünen Pass braucht es ein eigenes Genesungszertifikat. Laut Gesundheitsministerium gibt es das ab Anfang Juni automatisch und gleichzeitig mit dem grünen Pass. Es ist 6 Monate lang nach der Corona-Erkrankung gültig, sowie auch die Impfzertifikate können die Genesungszertifikate im Internet unter gesundheit.gv.at abgerufen oder auch in Gemeinden kostenlos ausgedruckt werden für den nächsten Gasthausbesuch.